So, also wenn er wendet für euch, wir werden im Verlauf von der Stunde dann die Playlist einfach durchlaufen lassen. Wir werden alle gleichzeitig anfangen. Ihr könnt aber jetzt für die Intro können wir anfangen mit Breath of Life. Einfach das erste Lied. Es geht so 4, 5 Minuten. Ihr könnt für euch im Hintergrund, wenn euch das gefällt, ein bisschen laufen lassen. Und dann fangen wir an. Und zwar rede ich kurz ein bisschen über das Wurzelchakra. Ich habe es schlussendlich, also wenn ich so anfangen kann, die Meldklasse angefangen. Meine Schwester ist da irgendetwas am Umfuchen. Der Daddy ist sich gerade noch am Versuchen einzuloggen. Ja, das ist seine Ding. Wir fangen an, halb mehr. Okay, gut. Ja, das ist so, wenn die Familie sich eingeklickt hat. Okay, also. Und zwar das Wurzelchakra, da wo sich der befindet, ist schlussendlich zwischen den Sitzbeinhöckern und zwischen den Genitalien und dem Anus eigentlich so ein bisschen da drin. Ihr könnt das für euch so ein bisschen spüren. Wir werden nachher noch in eine Meditation kommen, wo wir ein bisschen werden uns wirklich auf diesen Punkt fokussieren. Und was ich noch zu dem möchte sagen ist, grundsätzlich, das Wurzelchakra ist eine Basis, das erste Chakra, und setzt tut für uns die Basis geben, um können nachher aus dem raus in die verschiedenen Chakras und in unsere eigene Evolution eigentlich rauszuwachsen. Und die Symbolik ist Sicherheit und Stabilität. Und wenn man die nicht hat, wenn man das irgendwie einem fehlt, was oftmals der Fall ist, relativ schnell ist es relativ, also ist es schwierig, es wird einem zum Teil während der Geburt mitgegeben. Oder dann zwischen dem 3. bis 5. Lebensjahr, wenn man irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, je nach Verbindung zu der Mutter, ist ein starkes Thema. Irgendwie so ein Heimatsgefühl, Sicherheitsgefühl. Es können wirklich kleine Sachen sein, die einem da ein bisschen aus der Balance fallen. Und merken, dass er irgendwie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, einen Mangel hat in dieser Sicherheit, ist oftmals, wenn ihr das Gefühl habt, ja, dass ihr irgendwie gewisse Erfahrungen im Leben gar nicht könnt annehmen könnt. Oder immer Angst habt, Existenzangst. Oftmals auch Druck von Machtausübungen in Bezug auf, okay, man braucht einen geilen Job, Karriere, irgendein sicheres Zuhause, all diese Sachen. Oder? Das sind sehr materielle, essentielle Sachen im Leben. Und darum sagt man auch, wenn man es im ersten Chakra, wenn man dort schon ein bisschen Störfaktoren hat oder ein bisschen Ausbalance, ist es schwierig, zum können in eine gewisse spirituelle oder auch in eine Selbsterfüllung kommen in Bezug auf, dass man sich möchte irgendwie dort hingehen, wo man sich fühlt, dass man das Gefühl hat, das ist meine Bestimmung vom Leben oder dorthin fühle ich mich zugezogen. Und auch die Liebe möchte ich können geben. Ist immer schwierig, wenn es schon bei der Basis ein bisschen happert. Oder macht irgendwo durch den Sinn, würde ich sagen. Und darum ist es wichtig, dass man, ist einer von den, man hat es eigentlich in jeglicher Praxis immer wieder, dass man immer wieder auf das Wurzelchakra hingeht und immer wieder dort ansetzt. Eigentlich bei den Wurzeln packen, das Ganze. Ist ein bisschen, kommt auch ein bisschen da rein. Und ja, Melt-Yoga habe ich gesagt, aufgrund von, dass es einfach ein bisschen eine ruhigere Stunde ist. In dem Sinn, man könnte auch aufs Wurzelchakra anschaffen in eine eher hitzigere Stunde. Oftmals hat man dann so ein bisschen Stabilitätsübungen, starke Punkte, die man schafft, lang in einer Position. So Sachen. Ich habe es aber dann Meld genannt, einfach, dass ihr ein bisschen wisst, ich werde es ein bisschen anpassen, wir werden heute ein bisschen eine Mellow-Stunde haben. Und ja, aber ich freue mich, ich kann jetzt, also es ist so ein bisschen eine Stunde von, wie ich sonst immer so ein bisschen mache, also es ist entweder geht es richtig in eine dynamische Erwachungsstunde, wo man dann einfach mit verschiedenen Chakras schafft, oder eher eine ruhigere, erdende Stunde. Immer ein bisschen unterschiedlich, aber ja, wir haben die letzten paar Wochen jetzt unterschiedliche Arten von Yoga angeschaut. Und das, was wir heute machen wollen, ist einfach ein Stil von allem ein bisschen möglichen, allem zusammen.
in Bezug auf ein gewisses Thema. Und in Bezug auf eher ein bisschen stabilisierende, ruhigere Stunde. Genau. Ja. Ja, dann fangen wir an. Also könnt ihr auf die Matte hocken. Könnt von der Musik her werden wir alle zusammen gleichzeitig anfangen. Ich weiss nicht, ob ihr die Musik bei euch habt, wenn ihr bei der Matte seid. Sonst könnt ihr auch. Dann, also wir fangen einfach alle gleichzeitig an. Ich nehme es jetzt kurz mit mir. Also, kommen wir den Schneidersitz auf der Matte. Nehmen wir den bequemen Sitz ein. Ihr könnt im Lotus sitzen oder im Schneidersitz sein. Ich kann mich einrichten. So. Also zum können das Wurzelchakra ein bisschen öffnen, ist es ganz darum, können unseren Ängsten entgegenzukommen, können loslassen von Sachen, wo man irgendwie das Gefühl hat, man braucht eine Sicherheit im Leben. Und wir werden ein bisschen das Gefühl von wo wir genau ansetzen müssen, im körperlichen Bereich, uns jetzt ein bisschen mit dem auseinandersetzen. So von der Musik her könnt ihr, damit wir alle kurz gleichzeitig mit dem können anfangen können, kommen wir auf das erste Lied Root Chakra, also das zweite, nein. Ja. Und wir fangen alle gleichzeitig an, ich tue wieder von drei runterzählen. Also wir haben 3, 2, 1, dann könnt ihr Play mit dem Root Chakra anfangen. Es ist nicht so schlimm, wenn wir nicht alle gleich sind. Schlussendlich geht es einfach darum, dass wir einen ähnlichen Pace haben. Und es gibt Wichtigeres, wo wir uns jetzt darauf konzentrieren. So, wir nehmen einen schönen Sitz ein, wir nehmen einfach 3 Atemzüge ein und aus, nehmen die Handfläche, die Knie. Wenn das für euch bequem ist, könnt ihr im Schneidersitz hocken oder auch in einer Position. Fürs Root-Chakra zum Können, die Wurzeln spüren, ist einfacher. Wenn wir da ein Küsschen hineinnehmen, wenn euch das für euch angenehmer ist. Dann nehmen wir 3 Atemzüge. Ein und aus, machen die Augen zu. Ich leite euch in den ersten paar Minuten durch eine Meditation durch. Und ich euch einladen, um einfach, wir fangen an mit der Atmung. Dann durch die Nase einatmen. Die ersten 3 Mal durch den Maul aus. Lass los. Dann die Schultern senken bei der Ausatmung. Bin ich ganz leicht. Der Brust. Fokus nach vorne halten. Und dann mit der nächsten Ausatmung. Dann durch die Nase auch ausatmen, dass wir bleiben. Ein- und Ausatmung durch die Nase. Aktiviert den Ujjayi-Breath, die Schnorchelatmung, die Verengung der Kehlkopf. Hört ihr euch, wie ihr schnorchelt, wie ihr eure Atmung verfolgen. Wenn wir sie einatmen, sich der Brustkorb öffnet und ausatmet. Sich die Schultern senken, Steißbein zum Boden kommt, einatmen. Verfolgt euren Atem innerlich, wie er durch den Körper auffließt und abfließt. Sich automatisch den Brustkorb ein bisschen öffnet. Wenn ihr das Bewusstsein schenkt und bei der Ausatmung den Oberschenkel entspannt, Schulter entspannt. Euch von der Schwerkraft zusammen mit der Atmung in den Boden sinken lassen. Dann
Nehmt euch ein weiter einfach in den Atem treiben. Ich hole euch ab mit den Gedanken. Zum Wurzelchakra, zum unteren Chakra. Dass ich zwischen den Sitzbeinhöcken die Genitalien und den Anus befinde. Ihr könnt ein bisschen merken, wenn ihr das WC und das Bissi zurückheben wollt. Könnt ihr spüren, wie sich dieser Bereich anspannen tut. Dann freut euch, dass ihr ein bisschen anspannt und entspannen. Innerhalb der Wurzelchakra-Meditation werden wir den nächsten Atemzug ausatmen und Atmung nicht einatmen. Einfach gar nicht atmen. Und in dieser Zeit, der Punkt, den wir jetzt schon ein bisschen haben spüren können, zweimal so ein bisschen anspannen, lösen, anspannen. Währenddessen ihr nicht ein- und ausatmen. Irgendjemand ist, glaube ich, nicht stumm. Schaut, dass ihr auf stumm sind. Wir müssen ausatmen. Dann gar nicht mehr einatmen. Haltet einfach die Leere und dann innerhalb von dieser Leere zweimal euer Wurzelchakra anspannen und entspannen. Dürft ein bisschen verheben und wieder lösen. Und dann spüren bei der Einatmung die Energie, die aus dieser Lösung raus steigt durch den Bauchbereich und zur Brust. Und ausatmen. Haltet die Atmung aus. Wenn wir zweimal pumpen. Und dann bei der nächsten Einatmung fokussiert euch darauf. Der Energie, die sich losgelöst hat, wie die nach oben steigt. Ihr könnt euch vorstellen, innerhalb von dieser Meditation, die Farbe Rot unterstützt euch. Ihr könnt euch in Verbindung mit der Erde setzen und euch vorstellen, bei dem Licht, das nachher raufkommt, wenn ihr die Lösung gemacht habt und wieder einatmet, wie sich der ganze Körper mit der roten Farbe aufblüht und wie sie gegen außen immer grösser und grösser wird. Bei der Ausatmung lassen die Rotfarbe im Boden versinken. Spürt die Intensität, wie stark ihr selber könnt kontrollieren. Wie intensiv es für euch dann anfühlt, die Farbe loslassen, die Energie, die aufkommt. Jegliche kleine Anzeichen oder einfach Visualisierungen für euch persönlich unterstützen euch, um in etwas hingehen, wenn euer Wurzelchakra ein bisschen blockiert ist, eure Sicherheit und Stabilität ein bisschen fehlt im Leben. Es ist schwierig, sich innerhalb der Intuition leiten lassen, innerhalb der inneren Spiritualität. Bleibt in der Atmung. Und versucht die Atmung langsam zu regulieren, dass ihr gleichmäßig ein- und ausatmet. Ihr könnt den Fokus aufs Wurzelchakra, indem ihr es in der Ausatmung zuzieht und einfach nicht mehr atmet. Ihr könnt das loslassen oder wenn es für euch angenehm ist, könnt ihr weiter mit dem machen, gerne. Lasst euch gerne ein, um bei der Ausatmung haltet die Atmung draussen. Zieht zweimal das Wurzelchakra zusammen mit der nächsten Einatmung.
Haltet euch bewusst, sich genau an dem Punkt, wie der rote Strahl von Energie durch den ganzen Körper fließt. Als nächstes werden wir das Herz können mit dem verbinden. Verbindet das Gefühl. Indem wir den Lichtstrahl zum Herzen nehmen. Und spürt, wie sich der Brustkorb ausweitet. Wie ihr dann auch das wieder zurückgeben könnt. Versuchen, eine Verbindung zu unserem Körper zu schaffen. Das, was vielen fehlt, uns vielen fehlt. Innerhalb von fehlender Sicherheit und Stabilität. Alles, wo wir das Gefühl haben, wir werden nachher können uns in einen gewissen Weg begehen, eine gewisse Transformation. Kann sich schnell mal als Manipulation oder als Lüge entwickeln. Sich selber, wenn man zuerst nicht den Grund, den Ursprung gelöst hat und von dem aus wachsen können. Egal was ihr wollt, egal inwiefern ihr in einer Transformation oder in einer gewissen für euch Selbstverwirklichung, eine Erleuchtung oder eine gewisse Bewegung schaffen im Leben. Ihr werdet immer wieder zurückgeholt, sofern ihr nicht immer wieder das Wurzelchakra löst, die essentielle Angst von diesen Mustern bekämpfen. Lasst los und geht in eure eigene körperliche Erfahrung. Der erste Schritt ist einfach spüren, wie fern ihr ein- und ausatmen. Eure Atmung die Beachtung schenken. Dann haben wir noch 3 weitere Atemzüge. Haltet die Augen weiterhin geschlossen. Nächste Einatmung nehmen wir die Hände über den Kopf. Wenn wir Länge gewinnen, dann die Einatmung, können die Augen öffnen. Halt die Länge, nehmen die Handfläche zueinander, ausatmen und ja, im Mundraum in Prayer, die Hände zum Herzen. Nehmen die Handfläche auf den Boden. Habt ihr es gesehen? Genau, und zwar, ihr könnt gerne aus dem Sitz kommen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch gerne im Sitz bleiben. Wie es für euch angenehm ist, wir werden versuchen, ein Druck geben auf die Handfläche. Also bleibt ruhig, es geht auch gut in dieser Position. Ich komme auf die anderen, damit ihr mich besser seht. Nehmt die Handfläche gespreizt. Wir werden heute viel auf den Füßen und auf den Händen sein. Die Stabilität ist unsere Wurzel, die wir können schlagen. Das heisst, jetzt nehmt ihr die Schulter über die Handgelenk, die Finger gespreizt, haltet den ganzen Druck, gebt ein bisschen Druck und spüren. Eure Fingerspitze, dann ziehen ein bisschen die Fingerspitze zusammen. Spüren nur schon das Gewicht und ihr könnt ein bisschen da mit der Balance arbeiten, indem wir leicht ein bisschen Druck nach vorne geben, nach hinten. Es passiert nicht viel. Oder vielleicht doch, je nach Wahrnehmung, je nach Übung. Vielleicht ist es nur schon schwierig, die ganze Hand auf den Boden tun können, rein von der Flexibilität. Darum ist es immer schön, wenn wir eine gewisse Flexibilität erreichen, dann können wir tiefer und tiefer in die Praxis hineinkommen. Wir können tiefer mit mehr Punkten den Boden spüren. Es geht nur um das. Und ausatmen. Einatmen. Spüre auch ganz leicht den Körper, wie es nach vorne zieht. Im nächsten Link nehmen wir die Handfläche gegen oben gerichtet. Dann einatmen. Nur schon das kann eine schöne Dehnung geben, gute Faszienhaltung innerhalb von dieser oder Unterarm. Dann, wenn ihr einatmet, wieder ausatmen, ziehen das Gewicht nach hinten. Dann ziehen automatisch in der Unterschulter, ziehen nach vorne. Einatmen, nehmen das Gewicht nach vorne.
Wir versuchen so, geben Gewicht auf die Handgelenke, so dämpft für euch. Ah, sonst könnt ihr in dieser Position weiterhin bleiben. Und es geht einfach darum, die Finessen, die kleinen Sachen zu spüren. Macht die Augen zu und lasst euch in den Glauben versinken, dass ihr jeder kleine Punkt in eurem Körper könnt Beachtung schenken und so die Verbindung zu euch selber könnt grösser schaffen und die Lösung vom ersten Chakra könnt entgegenwirken. Dann nehmen wir nochmal die Handfläche so. Und dann, wenn wir über die Hand aufstoßen, wenn wir innerhalb dieser Position sind, dann kommen wir auf die Beine. Wenn wir über die Hand aufstoßen, die hinteren Füße aufsetzen. Und dann hocken wir nach hinten, aber sofern es für euch geht, genau. Und dann ein bisschen so arbeiten. Wir haben die Hände immer noch gespreizt, wir haben die Hände immer noch die vorne. Wir kommen ein bisschen auf die Füße und geben einfach ein bisschen Gewicht nach vorne, nach hinten. Arbeitet mit eurer Atmung, macht die Augen. Die haben zulassen. Wir werden heute in der Stunde auch viel mit Vertrauen arbeiten. Oftmals würde ich euch bitten, um die Augen zu machen, um diese Verbindung mehr schaffen, um die das Verlangen nach Sicherheit und das Gefühl von Unstabilität. Dann können wir entgegenwirken, indem wir merken, wie stabil ihr selber eigentlich bereits schon seid, mit eurem eigenen Körper, die Macht, die ihr habt, mit euch selber. Nächste Einatmung, dann wir die Beine auf, also in eine Hüftbreite, genau, in die Ferse hinten zusammennehmen, so ein bisschen wie ein Brosch. Und machen nochmal das Gleiche. Könnt ihr da ein bisschen mit den Ellbogen ein bisschen Druck geben. Wir haben eine offene Hüftposition. Haltet euren Rücken nicht rund, sondern haltet den Rücken gerade. Und geben das so ein bisschen Druck in die Balance. Es kann schwierig sein für die, die noch nicht so geübt sind auf dem Yoga, dass die Handgelenke langsam ein bisschen ab und wehtun. Nehmt die andere Seite. Spielt ein bisschen so. Geht nicht zu weit rein, sondern sind bewusst mit eurer Übung. Ihr könnt auch hinten abhocken. Für die, die es nicht geht, ist es halt schwierig, wenn wir Online-Stunden sind, haben wir keine Blöcke oder etwas. Wir machen das, was wir können. Ihr könnt die Füße hinten absetzen, wir nehmen die Hände. Aufrechte Position, sofern es für das für euch geht, für die anderen bleiben in dieser Position. Ihr könnt aufrecht halten, wenn ihr mit dem Gefäß nicht ganz runterkommt. Einatmen, nehmen die Hände über den Kopf, ausatmen. Und Prayer, jetzt könnt ihr da, wenn man ein bisschen Druck geht, Knie. Haltet den Rücken gerade, indem ihr das Steißbein kippt, also das Becken kippt. Das heisst, ihr habt nicht von der Position, sondern ihr nehmt das Becken ein bisschen kippen. Kopf in die Verlängerung setzen und haltet die Hände gespreizt aneinander. Genau. Wir bleiben im Ujjayi-Vas. Versuchen bei jeder Ausatmung euch mehr in die Position können fallen lassen, mehr können entspannen. Für die, die ein bisschen Kraft brauchen, weil es von der Flexibilität her schwierig ist, können sich fallen lassen. Jederzeit wieder rauskommen. Dann einatmen. Nehmen wir die linke Hand über die Seite, die rechte Hand nach oben. Nehmen wir eine kleine Dehnung, also eine kleine Öffnung über die Seite. Ausatmen, wir kommen tiefer in den Twist. Nutzen die Einatmung zum Längen gewinnen und ausatmen zum tiefer in den Twist kommen. Dann ausatmen, nehmen wir die rechte Hand. Der linke Hand Länge gewinnen. Länge gewinnen, ausatmen, in Twist. Das heisst, öffnen über den Oberkörper. Schaut, dass ihr die Schultern nicht zu den Ohren nehmt, sondern ziehen die rechte Schulter ab. Ausatmen, kommt raus, wenn ihr die Beine habt. Haltet eure Beine aufstossen. Dann die Beine gestreckt halten. Wir kommen in eine breite Position mit den Beinen. Die Hände auf den Boden tun können, ist gut, die anderen sind dort, wo sie sind. Wenn ihr irgendwelche Blöcke oder etwas habt, um diese Verlängerung
entgegenwirken, dann ist es super. Es ist nämlich schön, wenn ihr eine gewisse Basis habt. Sonst kommt ein wenig in die Knie. Wichtig ist, dass ich möchte schon, dass ihr die Hände könnt auf den Boden tun könnt. Wenn ihr ein bisschen könnt, über die Hände abstoßen, habt ihr die Hände schulterbreit. Und wir nehmen jetzt einen Shift über auf die rechte Seite. Dann das linke Bein gestreckt halten. Ausatmen auf die andere Seite. Haltet die Hände, wo sie sind. Kommt in der Verlängerung auch da. Wenn ihr wollt, leicht die Augen schliessen. Im Yoga haben wir oftmals die Augen nur ganz leicht geschlossen. Das heisst, ihr seht immer noch ein bisschen das Licht durchkommen. Ganz leicht. Immer nicht in völlig schliessen, dass Dunkelheit herrscht, sondern einfach so, dass ihr um euch herum alles verschwindet, die einfach unter euch sind. Ihr könnt euch auf Atmung konzentrieren, ausatmen, kommen wir in Dehnung, einatmen, über die Mitte auf die andere Seite. Beim nächsten Einatmen, wenn wir auf der rechten Seite sind, wandert ihr mit den Händen über zur Vorderseite von der Matte, dann den Fuß aufsetzen, nachführen den hinteren Fuß auch. Und dann der Ausatmen, nehmt das Knie auf den Boden, sind in einer Hüftposition, Low Lunge. Genau. Nutzen die Ausatmung, um tiefer in Low Lunge zu kommen. Das heisst, dann die Hüfte, je nach Absetzen, dann den Bauch aktiviert lassen. Ihr könnt die Hände als Unterstützung brauchen, für die anderen, die schon ein bisschen fortgeschritten, sich halten können, dass wir nicht reinfallen, sondern immer haltet den Bauch aktiviert. Dann das Mula Bandha, das heisst, das erste ist einfach anziehen, einatmen. Dann lange Knie über die Hand, ausatmen, nehmen die Hand hinter dem Rücken zusammen, einatmen, Brustkorb öffnen, ausatmen, kommen tiefer. Vorne nach, wir können auch hier wieder tiefer in die Position kommen. Kommen mit dem vorderen Knie nicht über Fußgelenk. Dann einatmen, lösen hin. Wenn wir eine Länge gewinnen, für die, die mit dem Knie ein bisschen Probleme haben, nehmen wir das Küsschen. Ausatmen, ziehen das Gewicht nach hinten runter. Und ihr könnt hinten nachhocken. Für die, die das geht, könnt ihr so bleiben. Die anderen können direkt in die nächste Position kommen. Mit den Händen euch abstoßen, das hintere Bein könnt führen. Genau so. Wenn es für euch nicht geht, zum Bein gestreckt halten. Dann haben wir es ein bisschen gebogen. Und nehmen die Vorwärtsbewegung ein zum Dehnung rein. Dann einatmen über die. Jetzt haben wir die linke Hand, wenn wir einatmen, lenken und euch öffnen über die Seite. Ausatmen, ziehen die Hände wieder nachführen. Mit den Händen noch nicht ganz vorne ankommen. Gleich, wo wir sind, schauen, dass ihr gerade Oberkörper haben und dann mit der Ausatmung vorne ankommen. Wenn wir einatmen, Länge gewinnen über die Hände. Ausatmen, können die linke Hand hinten platzieren, dann euch öffnen. Die rechte Hand nehmen die Hüfte in eine aufrechte Position. Fuß geht hinten durch um das Gesäß. Ihr habt immer noch eure Base mit der Hand von euch, könnt stützen, dann einatmen. Länge wieder, haltet den Fuß, den rechten Fuß in der Verlängerung. Und kehrt da nicht in eine Backbending, dass wir versuchen, eine gerade Position zu halten, den Bauch angespannt zu halten. Und dann könnt ihr euch über Einatmung aufstoßen und ausatmen. In die Verlängerung auf die andere Seite, in den anderen Twist nehmen. Ausatmen, dreht euch nach vorne. Fuß könnt ihr nach vorne halten. Dann einatmen, kommt in den Low Lunge, den hinteren Fuß aufsetzen. Wir kommen in den Krieger 1, dann einatmen. Wenn wir Länge gewinnen, wenn wir vielleicht ein bisschen zusammenrutschen. Und wir kommen in den Krieger 1. Nehmen die Schultern weg von den Ohren. Genau.
Also ziehen Sie zu den Ohren und halten die Position. Das hintere Bein ist gestreckt, der vordere. Knie ist über den Fußgelenk. Wir nehmen ausatmen, nehmen einen Twist über auf die linke Seite. Und zwar nehmen wir mit der rechten Hand vorne weg, mit der linken Rippenverlängerung auf die andere Seite. Ja. Einatmen. Über die Mitte ausatmen, mit beiden Beinen zusammenziehen. Tadasana. Ausatmen, Forward Fold, Kopffußstellung. Einatmen, nehmen den Halfway Lift. Den halben Weg, also die Hände zu den Scheibein, machen den geraden Rücken, ausatmen. Einatmen, kommen über die Knie. Direkt machen die Hände über den Kopf. Und nur eine Länge gewinnen, ausatmen und dann direkt öffnen wieder. In eine breitbeinige Position. Und kommen vorne runter. Anfangsposition, beide Hände platziert halten. Den Füße gegen ausrotiert nehmen. Und wir dann wieder ausatmen, wir kommen auf die linke Seite. Einatmen über die Mitte, ausatmen auf die rechte. Nehmen wieder ein bisschen oi. Flow ein. Haltet das Gewicht vor allem auch über die Stabilität, die ihr könnt halten über die Hände. Die Hände sind die Finger gespreizt. Und verbindet euch mit eurer Atmung, ihr einatmen, ihr kommt über die Mitte ausatmen. Auf die Seite einatmen, über die Mitte ausatmen. Einatmen über die Mitte, die nächste Ausatmung. Kommen wir auf die andere Seite, dann das rechte Bein nach vorne. Jetzt ist es ein bisschen unsicher, welche Seite wir vorher hatten. Wir kommen auf die andere Seite. Genau, ausatmen, das hintere Knie absetzen, einatmen mit den Händen in die rechte Position. Und ausatmen, das schönes Gewicht nach vorne. Den hinteren Fuß können wir in die Länge setzen, nehmen das Küsschen und das Knie, wenn es euch ein bisschen von den Knie wehtut. Und haltet, halt, kommt nicht einfach zu drehen, sondern haltet beide Knie, also dann den unteren Fersen und Knie ein bisschen zusammenziehen, um einen Uplift generieren. Ja, Moment, immer die Augen schliessen, wenn ihr innerhalb von dieser Position seid. Ihr könnt ausatmen, dann die Hände hinten zusammen einatmen. Und die Schulter öffnen, die Brustkorb öffnen, ausatmen in Forward Fold. Versucht eine Linie zu halten, dann das Knie. Es wird anstrengend mit dem vorderen Bein, aber haltet sie durch. Dann euch auf die Atmung konzentrieren. Eure Kapazität, um strenge können zu halten. Einatmen, Länge gewinnen über die Hand. Ausatmen, ziehen das Gewicht nach hinten, die Hüfte nach hinten. Vordere Fuß flexen. Innere Dehnung können wir über die Hände wegstossen, wenn ihr die Kraft vom Bein noch nicht habt, zum Hinten absitzen. Für die, die können so bleiben, können direkt so im Forward Fold. Für die anderen, wir werden uns dann später alle zusammen in der Position treffen, nehmen das Bein wieder angewinkelt, zum gestreckten Oberschenkel einatmen, wir können über die Hände Länge gewinnen. Es ist immer wichtig, wenn ihr dann Länge gewinnen, zum können überhaupt den Raum in den Raum reinwachsen, in den Ausatmen, Forward Fold. Nehmen die Hände zu den Füßen oder zum Bein, dann die Schulter entspannen. Lendoi. Verschmelzen in die Position. Dazu. Und kommt weg von irgendwelchen Sachen, von wegen, ah, irgendwie komme ich da nicht in diese Position, irgendwie funktioniert das nicht. Also, ich meine, lehnt los von all diesen Sachen, die euch irgendwie blockieren. Schlussendlich ist alles eine Übung, ihr kommt rein. Und es geht nicht darum, wie weit man ankommt oder wo man genau steckt im Leben. Jeder Punkt. Wir gehen alle, egal wo wir sind, durch den gleichen Prozess durch. Einatmen, Hände über den Kopf, Länge gewinnen, ausatmen.
nehmen wir, bin ich natürlich an welche Seite gemeldet, ich glaube, die linke, hinten aber, einatmen mit meinem rechten oder recht, öffnen über die vorderen Arme, öffnen, Hüftposition, nehmen das Knie hinter, zwei hinter das, hinter der, hinter das Gesäß. Genau. Und haltet so die Position. Denkt an eure Standhand, die ihr habt. Die Hände unterhalb der Schultern. Schaut darauf, dass ihr immer eine Linie habt. Das ist schlussendlich die Lösung für Stabilität. Eine Linie, ein Weg, den ihr könnt haben könnt. Den Weg könnt ihr euch selber immer wieder geben. Ihr müsst einfach immer wieder schauen, sind ihr auf dem Weg oder nicht. Dann neu kontrollieren. Dann kommen wir sonst wieder zurück in den Einatmen. Über eure Stärke vom Bauch. Länge gewinnen, mit den Händen ausatmen. Dann kommen wir in die Gegenbewegung. Die linke Hand zum verlängerten Bein. Wenn es vom Knie her schwierig ist, könnt ihr jederzeit jeweils in der gleichen Position abhockend machen. Also dann für eure Modifikationen schaffen. Und dann lasst euch Gedanken in Bezug auf was richtig oder falsch ist, dann einatmen, Länge gewinnen, ausatmen, dann vorne runterkommen mit den Händen, dann das Bein kippen und mit beiden Beinen in die aufrechte Position wieder kommen. Nehmen die Füße gegen aussen rotiert. Dann kommen wir wieder vorne runter. Die, die es nicht geht, zum Runterkommen, kommen ein bisschen in die Knie. Oder wenn wir über die Knie uns wegstoßen, machen die Beine gestreckt und lasst euren Körper auch vorne runterhängen. Ihr könnt die Hände loslassen, wenn ihr nicht mehr am Boden kommt. Ihr könnt die Hände loslassen. Ja, dann kommen wir leicht über die Knie. Wirbel für Wirbel, der Kopf als letztes. Die Hände in der Verlängerung einfach schön entspannt und kommen einfach mit dem Rücken, mit der Kraft von der Wirbelsäule vom Bauch, Wirbel für Wirbel hoch. Nehmen die Schultern, hinten wieder Ausatmung, in den Toren und kommen mit dem Kopf in eine aufrechte Position. Spüren die ganze Verbindung, die ihr könnt schaffen mit dem Körper. Nehmen beide Füße das Bild zusammen, nehmen die Hände über den Kopf. Füße 5 breit, Länge können ausatmen, Forward Fold. Und da dann langsam das linke Knie beugen, das rechte Knie beugen. Und dann für euch innerhalb von der Forward Fold Kopf-Fuss-Stellung ein bisschen eure Range. Spürt ein bisschen können lösen, innerhalb von den Hüftregionen. Und schnauft aus, wenn ihr in die Dehnung kommt, wenn ihr wirklich dann über die Hüfte öffnet, wenn ihr das eine Knie beugt, das andere gestreckt haltet, einatmen, kommen wir in Transfer, ausatmen in die andere Seite. Haltet die Position, einatmen, ausatmen. Versucht die Ausatmung, wenn ihr ausgeatmet habt, die Atmung ganz draussen lassen, haltet kurz, nehmt eine Pause ein. Immer wieder eine Pause einhalten, dann ist nämlich jeder Atemzug, jeder nächste Schritt umso intensiver, umso bewusster, umso mehr dorthin, wo wir herwachsen wollen, ausatmen. Nächste Einatmung nehmen wir Forward, also den Kopffuß, das heisst, die Hände zu den Scheibeinen, gerade Rücken. Ausatmen, die Hände platzieren, nehmen wir den einen Schritt nach dem anderen hin, dann kommen wir in die Plank, ins Brett. Wir machen innerhalb des Bretts, wenn wir nicht hineingehen sind, halten die Hüfte oben, die Schultern über die Handgelenk, machen die Augen zu. Und dann das Gewicht mit den Füßen nach vorne lagern und nach hinten shiftet. Die Schulter über die Handgelenk. Bei der Ausatmung, Einatmung, wenn der Zug für die uns anstrengend ist, könnt ihr das Gleiche machen auf den Knie. Wir machen noch 3 Atemzüge.
Schaut langsam umsatmen, Moment Augen zu. Bei der nächsten Ausatmung, wenn wir die Vorne sind, also in neutraler Position, nehmt die Knie langsam auf den Boden und versucht es wirklich langsam zu schaffen. Spürt die Schwerkraft, wenn es loslässt. Haltet die Position für die nächsten zwei Atemzüge. Haltet die Hände wirklich gespreizt. Über den Boden, die Ellbogen gegen Uhrzeiger sind ausrotiert. Was wir jetzt werden machen, ist langsam mit dem Becken, ihr haltet den Bauch aktiviert, kommt langsam mit dem Becken gerade. Stoßt euch über die Hände weg. Dann das Becken kippen, macht einen runden Rücken, einen hohlen Rücken. Zieht euch nach hinten. Ausatmen, einen runden Rücken, kommt ihr wieder nach vorne. Einatmen, dann ein steifes Bein. Gut zur Decke, das Becken kippen, zieht. Von dieser Einatmung nach hinten ausatmen, macht einen runden Rücken und kommt ihr wieder führen. Einatmen, Decke kippen, in eine Kauposition, ist auch ein bisschen breiter ausatmen. Kommt mit den Knie auch ein bisschen hüftbreiter, ein bisschen breiter als die Hüfte ausatmen. Für die, die es auf den Knie ein bisschen schwierig wird, nehmen das Küsse. Die Hände haben immer noch gespreizt. Für die, die es ein bisschen schwierig haben, auf den Handgelenk kann es ein bisschen anstrengend werden. Kommt auf euren Fuß. Nächste Ausatmung. Und dann langsam macht ihr die Ellbogen nach dem Körper, ziehen wir runter. Und dann langsam zum Boden. Einatmen, wir kommen in eine leichte Cobra. Wenn wir einfach die Brustkorb nach oben ziehen, die Füße können wir entspannt halten. Wenn wir die Füße hinten aufsetzen, über die Hände euch wegstossen, über die Knie, euch nach hinten stossen, in erste Downward Facing da herabschauender Hund. Und dann freut ihr euch ein bisschen suchen. Ihr habt die Füße, habt ihr hüftbreit. Wenn ihr jetzt näher sind oder jetzt weit sind, müsst ihr euch gewisse Punkte haben, wo ihr recht viel Gewicht innerhalb von den Händen lassen könnt. Kommt mit den Beinen in eine gebogene Position. Für die, die noch nicht so die Akzente von der Flexibilität haben, wenn die Beine gestreckt halten. Wichtig ist, dass ihr gerade Rücken habt. Dann für euch da, gleich wie wir es vorher gehabt haben, ein bisschen hin und her machen. Wie man langsam an den Strängen wird auf der Hand, jederzeit nehmen wir eine Pause in der Child's-Pose, wenn wir hinten absitzen, die Handfläche nach oben gerichtet. Jederzeit, und wir kommen gleich raus, das heisst, haltet ein bisschen durch. Wir haben über eure Limitationen. Wir haben einatmen. Nehmt das rechte Bein gut zur Decke. Schaut, dass ihr die Hüfte nicht öffnet, sondern zentriert haltet. Ausatmen. Schifft das Gewicht nach vorne, nehmt das Knie an die Aussen. Ausserhalb von der rechten Hand. Nein, nehmt das Ausserhalb von der rechten Hand so, genau. Jetzt haltet ihr die linke Hand abgesetzt, das hintere Bein gestreckt, öffnet über die rechte Seite. So, das hintere Bein gestreckt halten. Nehmt das vordere Knie ein bisschen zentriert in die Mitte. Oftmals geht es nochmal so ein bisschen die eine Seite aus. Da. Nehmt es, schaut, dass ihr zentriert bleibt. Ausatmen, ihr könnt die Hand hinten absetzen und entspannen. Nochmal einatmen, länger gewinnen, ausatmen, tiefer in Twist, tiefer in eine Öffnung kommen. Zieht. Hoch zusammen, es wird ein bisschen heiß. Jederzeit kommt hinten auf die Knie. Und jederzeit das Hinterbein absetzen. Ausatmen, lösen. Dann das Vorderbein strecken. Dann könnt ihr langsam beide Füße zusammennehmen. Ausatmen, Forward Fold. Einatmen, Wirbel für Wirbel langsam. Kommt hoch, nehmt die Hände. Über den Kopf, Länge gewinnen, einatmen. Ausatmen in Anjali Mudra. In Samasthiti, Prayer. Und einatmen. Nehmt die Hände über den Kopf. Ausatmen, Forward Fold. Nehmt den einen Schritt nach dem anderen. In der Plank-Position.
Kommt über die Knie. Ausatmen, den Ellbogen nach dem Körper. Einatmen, mit Cobra. Ausatmen, über die Hände wegstoßen, die Füße hinten aufsetzen. Nehmen die Facing Dog und haben nicht mehr so streng, dann einatmen das rechte Bein, das linke Bein hoch zur Decke. Haltet. Die nächsten zwei, drei Atemzüge. Bis ihr dann mit Einatmung bewusst den Körper nach vorne schüttelt, ein bisschen Druck geben über den rechten Fuß, um das Bein links auswendig von der linken Hand platzieren, die rechte Hand platziert lassen. Die eine Linie zum Fuß, Handgelenk über den Schulterblätter, einatmen, Länge gehen auf die linke Seite. So. Schaut, dass ihr da nicht öffnet, sondern haltet die Zentrierung. Wir versuchen uns gewisse zu vereinen, gewisse Kräfte zusammenzuziehen, um dann dort raus rauszuwachsen. Ausatmen, wir können die Hand hinten platzieren an der Hand, am Steißbein. Tief langsam ein- und ausatmen. Versucht eure Atmung reguliert zu behalten. Jederzeit den hinteren Bein abstellen. Jederzeit. Fokus ist, die Öffnung, Fokus ist einfach in der Konzentration von der Atmung. Eure Hand, die euch weiss gibt. Zusammen mit dem Fuß. Ausatmen. Hinteren Fuß aufsetzen. Nach hinten in die Verlängerung das vordere Bein gestreckt halten. Und jetzt geben wir zum linken Bein ein Gewicht, so können beide Füße nach vorne tun, ausatmen, forward fold, einatmen, über die Knie, langsam Wirbel für Wirbel, in eine aufrechte Position. Länge können ausatmen, in Samastiti hin. Einatmen, die Hände über den Kopf. Ausatmen, Forward Fold. Jetzt wandern wir mit dem rechten Fuß in die Mitte der Matte. Einfach so ein bisschen in die Mitte. Dass ihr dann den linken Fuß hinten auf eine Linie setzen vom rechten Fuß. Den hinteren Fersen kippen. Einatmen, in Krieger 2 kommen. Wir haben eine Linie von den Füßen. Der vordere Ferse kommt in eine Linie hinten, in die Mitte vom anderen Fuß. Und schaut, dass ihr den hinteren Ferse, den linken Ferse hinten in der Verlängerung habt vom Gesäß oder Bein hinten runter. Dann steigt das Bein zu, schaut, dass ihr das Becken nicht gekippt habt. Dann habt ihr die Verlängerung, spürt ein bisschen die Dehnung, dann wirklich. Und dann schauen wir, dass wir die Position schön haben, indem wir das Knie über den Handgelenk haben. Ausatmen. Nehmen wir die Hände wie so ein Fass, so ein Wasserfass. Einfach ein Handgelenk auf die andere. Zu eurem Wurzelchakra. Für die, wo es geht, wir bleiben einfach in dieser Position auf den nächsten Atemzug. Für die, wo es geht, machen die Augen zu. Ganz leicht. Ich kann jederzeit einfach nur ein bisschen zumachen. Einfach nur ein bisschen. Außen sieht es vielleicht gar nicht so aus, aber ihr merkt, wie es ein bisschen dunkler wird. So ein bisschen Schatten wirft. Sonst könnt ihr auch gerne ein bisschen mehr Stabilität holen, indem ihr das vordere Bein ein bisschen aus der Linie nehmt. Versucht es innerhalb der Linie zu behalten. Und wir versuchen 4 Sekunden einzuatmen. 4, 3, 2, 1 bei der Einatmung. Bei der Ausatmung, dann für euch innerlich LAM, L-A-M, sagen. Einatmen. LAM. Das ist ein gewisser Ton, der euch verbindet mit dem Wurzelchakra. Versucht bei jeder Einatmung, jeder Ausatmung die Leere zu behalten, zusammenzuziehen, während er nicht atmet. Dann mit der Einatmung
die Wärme spüren und die Verlängerung spüren. Wir bleiben im Krieg, zwei für die nächsten drei Atemzüge. Versuchen die Hüfte in andere Linie zu haben, das heisst, die Knie nicht führen, kippen, sondern halten ein bisschen nach hinten. Oftmals kippt es ein bisschen nach vorne. Dann einatmen, dann die Hände lösen. In der Zeit, in der die Hände lösen, die Länge, wenn ihr den vorderen Fuß strecken, den Fuß nach vorne rotiert, halt die Länge wieder ausatmen. Kommt ein bisschen weiche Knie, Fuß nach außen rotiert. Und wir dann einfach ganz leicht ein bisschen hin und her mit den Hüften legen. Ihr könnt gerne einen Bein gestreckt halten. Es geht einfach darum, dass wir ganz kleine Bewegungen machen. Dann auch wieder ein bisschen in die Knie kommen. Versuchen den Fokus innerhalb von der Hüftregion zu halten. Es gibt keine richtig oder falsch. Jeder bewegt sich irgendwie wie einem oder jeder bewegt sich etwas anders. Und wir machen die Augen zu. Konzentriert euch einfach auf den Fokus, wie ihr könnt durch eine Bewegung eure Gedanken leiten, wie ihr könnt durch die Bewegung eine größere Verbindung zum Körper schaffen. Oftmals in einem Wurzelchakra, wo etwas blockiert ist, wo etwas Störungen hat, hat man weniger Bezug zu seinem eigenen Körper. Man hat wie Angst auch, den Bezug zu schaffen. Das heisst, wenn mir die Sicherheit und die Stabilität fehlt, wenn ihr anfängt, euch da loszulassen und darauf vertrauen, fällt sich das lösen und dann kommt der Rest alles automatisch, werdet ihr weitere Verbindungen bringen. Dann einatmen, wir halten still, die Hände über den Kopf, wir kommen auf die andere Seite, dann das linke Bein nach vorne drehen, das rechte in der Verlängerung der hinteren Ferse aufsetzen, also Verlängerung bringen, schauen, dass ihr eine Linie habt. Wir halten den Krieger 2. Ausatmen, ziehen wir wieder ein bisschen das Becken. Und dann bringt die Augen schliessen. Das Fenster geht einfach ganz leicht ein bisschen in euer Ding kommen. Haltet eure Stabilität, eure Standfestigkeit. Denkt nicht daran, wenn es anstrengend ist, was ihr immer versucht, euch einfach auf das zu konzentrieren, was im Moment wichtig ist, wo ihr wollt, daraus herauswachsen. Und ihr euch selber die Position setzen, die ihr könnt, aus so Limitationen rauszukommen. Einatmen, ausatmen, sagt für euch Lamm. Ja, 4 Sekunden. Ausatmen. Lang. Dann haben wir noch 3 Atemzüge. Die Hüfte sind relativ offen. Versuchen die Becken in den Kipptals und halt die Position. Sonst haben wir dann, wenn ihr euch da in gewisse Sachen reingehauen. Wir wollen wirklich unsere eigene Stabilität wahren. Einatmen, Länge gewinnen. Ausatmen, das vordere Bein strecken. Wir nehmen gerade den Twist ein auf die linke Seite. Das hintere Bein kommt in die Verlängerung auf, damit ihr vorne runterkommen könnt. Mit dem Fuß vielleicht über die Matte raus, auf die Seite rutschen. Wir nehmen eine Vorwärtsbewegung ein. Für die, die es nicht geht, können auch auf die Knie. Ziehen Sie die Position rein. Wenn wir einatmen, dann über die Hände wegstossen, das rechte Bein nach hinten ziehen. Halten die Plank-Position. Und dann kommen wir langsam über 4, 3, 2, 1 mit den Knien auf den Boden. Einatmen und bei der nächsten Ausatmung mit der Bogen nahe am Körper über 4, 3, 2, 1. Einatmen mit Cobra.
Ausatmen, dann den Bein ein bisschen Hüftbreit nehmen, also der Matte breit, mein über, also breiter als die Hüfte. Und könnt die Hände vorne behalten, Ellbogen breit und guckt hinten, aber dass ihr eine schöne Dehnung bekommt über die Zeit, wo wir dann eine unterstützte Child's Pose. Und werdet bei jeder Ausatmung weicher innerhalb von der Knie, weicher bei den Oberschenkeln. Weicher innerhalb von den Schultern. Und der Kunst, der Unterschied zwischen dieser Dehnung und dem Yoga ist, dass ihr das Bewusstsein so halten könnt, dass ihr das Ziel habt, nicht tief, tief, tief in eine Dehnung kommen, sondern innerhalb von einer Dehnung durch eure Atmung, durch die Ausatmung in eine Entspannung kommen, wo ihr merkt, dass ihr wie Wasser könnt in die Dehnung euch leiten lassen und in die Dehnung fließen lassen. Das Leiten und das Fließen lassen ist ein Akt von Loslassen, ein Akt von Loslassen, wo jeglicher Spannung gewohnt ist. Je weniger ihr Gefühl habt, ihr könnt nicht loslassen, desto weniger schenkt ihr eurem Körper das Vertrauen, dass er es kann, wieder einatmen. Kommt ihr in Vierfüßler, wenn wir beide wieder ein bisschen zusammen, wir haben sie vorher ein bisschen ausgespreizt gehabt. Dann die Füße hinten aufsetzen, über die Hände nach hinten stossen, nehmt ihr langsam die Knie weg. Wir kommen hinten in den Arm, Facing Dog. Und wir nehmen 5 Atemzüge im Downward Facing Dog ein. Und versuchen, in die Ruhe hineinzukommen, innerhalb von dieser Position. Sehr starke Position, die ihr von der Schwerkraft, ihr merkt es in den Händen, sehr viel Gewicht um ist. Je nach Matte ist es, kann es schwierig werden, dass ihr nicht rutscht. Darum empfiehlt es sich immer, zu können, tief in der Praxis hineinzukommen, um eine gute Matte zu haben. Und sonst macht ihr einfach euch das Beste, was auch immer. Für die, mit den Sachen, die ihr im Moment, mit den Mitteln, die ihr im Moment zur Verfügung stehen. In den Ausatmen, wir kommen Schritt für Schritt zwischen die Hände in eine Kopfwurststellung einatmen. Merkt, wir haben sehr langsam Wirbel für Wirbel in Aufrechtposition. Nehmt wirklich 5, 4, 3, 2, 1. Ausatmen, behaltet die Handfläche nach vorne gerichtet. Bleibt in der Tadasana, der Mountain Pose. Das heisst einfach so. Stehen, wie wir sind. Beine, Hüftbreit. Macht die Augen zu. Und verlagert das Gewicht ganz leicht nach vorne. Ganz langsam das Gewicht nach hinten verschieben. Geht nicht zu weit. Unser Ziel ist, zum einfach eine Verbindung zu bringen. Wir müssen unseren Körper lernen, dass er darf, dass er kann. Ein bisschen darüber auswachsen, dass er kann. Unsere Sprünge nehmen im Leben, die Sicherheit selber geben. Und dass auch wenn ein bisschen nach vorne oder nach hinten gestossen wird, egal was für Umstände wir haben dann im Leben, wir gleich die Stabilität können halten, indem wir unsere Limiten haben. Und auch ein bisschen mit Praxis unsere Limitationen immer weiter können, immer weiter können rausschaffen, also immer verlängern. Durch Flexibilität, durch mehr Vertrauen, durch mehr Stärke. Durch eure eigene Praxis. Nächste Einatmung, haltet ihr wieder die Balance in der Mitte, sodass ihr beide Beine auf dem, beide Boden auf dem Fuss, beide Füße am Boden haben. Jetzt werden wir langsam das Gewicht verlagern auf die rechte Seite. Aber wir gehen so langsam, ich werde von 100 abzählen. Sehe ich fast gar nicht. Und so werde ich abzählen. Und dann das Gewicht langsam verlagern. Wir haben im Moment 50-50.
Wenn sie verlagern über auf die rechte Seite mit 60-40. Der linke Fuß kommt langsam auf. 70-30. Haltet inne. Merkt, wie ihr Stabilität gewinnen. Macht die Augen zu in dieser Übung. Oder einfach so leicht zu. Merkt, wie ihr Stabilität gewinnen innerhalb vom rechten Fuß, wie er plötzlich automatisch tiefer im Boden gesenkt wird. Wir gehen auf 80-20. Vielleicht müssen das Knie leicht beugen, um die Standfestigkeit zu halten. Und nicht ein bisschen offenes Knie haben. Wir kommen auf 85-15. Auf 90-10. Wir merken jetzt, das ganze Gewicht ist auf der rechten Seite. Haltet die Augen noch ein bisschen zu. Wir kommen jetzt auf kleine Schritte. Wenn wir ganz leicht den Fußballen lüpfen, vielleicht die ersten 1-2 kleine Zehen vom Fuß sich lösen, haltet die grosse Zehen noch auf dem Boden. Wir sind bei 95,5. 96,4. 97. 98. Es wird immer schwerer, auch wenn wir länger auf der rechten Fuß bleiben. Wir haben 99,1. Und nur noch ganz leicht. Der Fuß, der euch unterstützt, der linke Seite. Und dann einatmen, dann lösen, einatmen, nehmt das linke Bein ganz. Und dann das Knie nach vorne strecken. So gut, wie es für euch geht. Und haltet dann, ihr müsst vor euch im Fokus halten. Versucht alle in einen Rückenbeuch oder ein Steißbein verlängert gesetzt, das Becken kippen, das Bauch angespannt halten. Und dann mit jeder Einatmung über euer Standbein euch hochziehen. Bei jeder Ausatmung die Hüfte wieder zentriert zu halten, behaltet die Verlängerung von eurem Standbein. Und dann ausatmen, dann das vordere Knie öffnen. Kommt unter dem Knie oder oberhalb vom Knie her, je nachdem, wir kommen im Baum. Kommt einfach nicht aufs Knie. Die Anwendung könnt die Hände entweder so lassen, hilft euch für die Balance, für die anderen müsst ihr einatmen, auch die Hände über den Kopf. Lenkt wieder ausatmen. In Anjali Mudra. Nehmt die Hände Finger gespreizt. Also die Hände zueinander, den Finger spreizen. Und nehmen das Handgelenk unter die Brust. Dann ausatmen, dann lösen, machen wir das Becken. Dann die Schulter entspannen. Dann könnt ihr langsam mit den Händen unterstützen, ihr könnt lösen, haltet das Bein noch oben. Nehmt die Hände auf rechte Position. Die Oben können einen Twist einnehmen auf die linke Seite, dann mit der rechten Hand aufs linke aufs linke Knie kommen. Und so könnt ihr öffnen. Für die anderen, wenn es langsam steig wird, kommt langsam mit dem Bein runter. Genauso langsam, wie wir oben sind, versuchen wir auch langsam wieder runterzukommen. Nehmt eure Punkte mit beiden Beinen. Macht die Augen zu und spürt den Unterschied. Noch vom Wurzelschakel versuchen wir eine Verbindung zu unserem Körper zu schaffen. Erst dann können wir eine Verbindung zu unserer Seele generieren. Unsere Seele, die uns kann, unsere Wege geben kann. Unsere Seele, die kann einem sagen, wenn wir es werden sind. Um all die anderen Sachen zu wissen, um darüber auswachsen und die Sachen im Leben, im Alltag zu integrieren. Weniger auf andere hören, weniger innerhalb von diesen Schubladen müssen sein. Wenn wir zuerst mal unseren Boden unter den Füßen haben, spürt den Unterschied. Es fühlt sich auf der rechten Seite jetzt meistens ein bisschen leichter an. Wie fast eine weniger Verbindung zum Boden. Das hat auch oft damit zu tun, dass ihr euch nicht einfach reinsackeln, sondern ihr gebt
Natur und Universum Zeit durch euch durchzufliessen, um überhaupt den Wachstum halt zu schaffen. Dann können wir langsam das Gewicht überall auf die rechte, auf die linke Seite verlagern und kommen auf die andere Seite. Macht die Augen zu. Und lasst euch ganz leicht leiten von dem Gewicht, das plötzlich kommt auf die linke Seite. Und dann langsam das Bein. 70 zu 30. Vielleicht bereits gelüpft haben. Man haltet es. Versuchen zuerst Stabilität zu gewinnen. Vielleicht müssen das Knie ein bisschen microbladen. Was auch immer, aber ihr habt euren Punkt, macht die Augen zu. Die Hände schön entspannt. Kommt auf 80 zu 20. 90 zu 10. Nutzt die Einatmung, um bereits jetzt eine Verlängerung zu gewinnen vom Standbein. Verlängerung gewinnen von der Hüfte. Wir sind oftmals auch in einer sitzenden Position, was uns eine Verengung gibt innerhalb von der Hüftflexoren. Die öffnen und einatmen. Wir können auch einem Vertrauen geben, dass wir können. Standfestig sein. Im linken Bein. Wir kommen auf 92, 8. Langsam die kleinen Zehen haben sich gelöst. 95, 5. 96,4. Haltet die grosse Zehen noch ein bisschen zur Unterstützung. Aktiviert das rechte Bein. Vielleicht müsst ihr ein kleines Microblending kommen. Nicht, dass ihr euch da ins Bein fallen lasst, sondern wirklich haltet aktiv. Ihr könnt das Knie wie so ein bisschen anspannen. Genau. Und dann den einatmen. Das Bein ziehen der Uhr. Den einatmen, spüren, wie ihr das Bein anzieht, wie sich auch die Verlängerung vom Oberkörper anfühlt. Wenn wir den Fokus halten auf einen gewissen Punkt von euch, wenn wir ausatmet, die Ruhe gewinnen innerhalb von dieser Position, die Atmung Länge gewinnen. Und dann kommen wir im Baum, könnt ihr mit Unterstützung von der Hand oder ohne, kommen wir entweder unter das Knie oder oberhalb. Je nach Flexibilität wichtig ist, dass ihr die Hüfte geöffnet habt, wenn ihr noch nicht so geübt seid im Yoga, bleibt unten. Genau der gleiche Effekt. Für euch persönlich, ihr seid genau in dieser Position, dann ist das für euch genau das Richtige. Die anderen müssen einatmen. Länge gewinnen, haltet auch Länge über Standbein. Drückt im Boden jetzt auf eine über die Position. Rauszuwachsen, ausatmen, Anjali Mudra, nehmen die Hand zum Herzen, Finger zueinander, Finger gespreizt, ausatmen, nehmen das Handgelenk zum, einfach die Finger nach vorne dreht quasi. Genau, das gibt euch schöne Dehnung, dann haben wir so ein bisschen die Handgelenke am Körper. Ausatmen, dann die Schultern senken. Die Augen die Augen schliessen, aber das ist sehr schwierig. Haltet die Augen offen, haltet den Fokus vor euch. Ausatmen, nehmt Decke, erste Chakra. Jetzt müssen wir langsam lösen, einatmen. Für die anderen, wenn es schon steig ist, könnt ihr jederzeit aber in jeder Zeit in der Position sein, wo ihr langsam. Wichtig ist nur, dass ihr euch selber leiten. Dass ihr selber dann sage ich, ausatmen, kommt langsam das Bein runter und euch die Zeit nehmt. Eurem Körper die Zeit nehmt, um adaptieren, um all diese Finessen, all diese Sachen zu spüren und die Verbindung aufzubauen. Ausatmen. Beide Füße auf dem Boden. Entspannt und spürt, macht die Augen zu. Wir bleiben im Ujjayi-Breath. Das heisst, Schnorchel für alle eigentlich.
Und ausatmen. Bleibt so in der Sinn und kommt einfach mit dem Oberkörper langsam vorne runter. Und die Knie aktivieren ein bisschen. Kommt ein bisschen im Augenblick. Nehmt die Hände in die Verlängerung, wie so ein Zombie geht führen. Und lasst euch ein bisschen von der Ausatmung unter Schwerkraft zum Boden. Wir versuchen immer ein bisschen Verbindung zur Erde zu schaffen. Lass euch langsam gehen, spürt jede kleine, die ganze Energie, die vorne kommt, der Druck, der im Kopf hineinsteigt, das Blut, das abläuft. Entspannt in dieser Position, wir haben 3 Atemzüge. Und habt Vertrauen, lasst das Blut ein bisschen im Kopf steigen, kommt nicht schnell rauf. Es wird euch das Gefühl geben, alle Übungen von nachher. Ihr merkt die Verbindung, die ihr habt, so im eigenen Körper. Dann ausatmen, kommt ihr mit dem Oberkörper, bleibt ihr, wie ihr seid. Schön entspannt, Kopf in die Verlängerung. Wir arbeiten nur mit den Beinen, dann die Knie langsam beugen. Die Hände kommen jetzt vielleicht auf den Boden. Spürt ihr langsam den Boden. Wir können dann die Füße ausrotiert halten. Wir kommen in die Anfangsposition, die wir hatten, die offene Hüftposition, Malakasana. Und dann können wir langsam die Hände in die Mitte nehmen, Prayer, die Ellbogen an die Knie. Einatmen, Länge gehen. Ausatmen, die Entspannung wegnehmen von den Oberschenkeln. Ihr habt die Hände, die Arme, die euch stützen. Das heisst, wenn ihr den Stützpunkt habt, lasst los. Lasst los von euren Oberschenkeln, lasst los. Von anderen Sachen, die das Gefühl haben, ihr braucht, weiss auch nicht, wie viel Unterstützung. Es ist bemerkenswert, wie stark ihr könnt bleiben, wie stark ihr könnt selber euch einen Punkt halten, sofern ihr euch selber das Vertrauen dafür gebt. Nehmt noch 2 Atemzüge. Dann nehmen wir den nächsten Ausatmung, den wir die Hände lösen. Suchen wir hinten den Boden. Hocken wir mit dem Gesäß hinten runter. Wir müssen beide Beine nach vorne strecken, einatmen. Hände über den Kopf ausatmen, Forward Fold. Die Hände führen zu den Beinen. Oder zu den Skibeinen, wo immer ihr kommt. Wir suchen die Verlängerung schaffen im Oberkörper und ausatmen. Mit einem offenen Oberkörper. Dann können wir dann nicht in einer Runde, sondern offen aber Körper vorne nachkommen. Und dann mit der nächsten Ausatmung könnt ihr einen runden Rücken machen. Machen einen runden Rücken, Kopf in Verlängerung und dann langsam wieder für Wirbel. Könnt ihr wieder aufrecht kommen. Haltet den Bauch aktiviert. Für die, die wollen. Sechs ist für die, die können. Könnt innerhalb von dieser Position langsam hinabhocken. Wir zählen gleichzeitig zusammen. Also bleiben noch kurz in dieser Position. Oder nehmen die Beine ein kurze Unterstützung. Wir können auch währenddessen adjustieren. Wir arbeiten zusammen. Und zwar, wenn wir einatmen, Länge können ausatmen, Becken kippen. Nur ganz leicht hindern, bleiben. Einatmen. Und langsam 3, 2, 1. Ausatmen, einatmen, bleiben. Wir machen das über verschiedene Etappen. Ausatmen. Das Becken kippen. Kommt langsam jetzt, ich unterstütze für alle. Machen wir es doch so, dass ihr langsam jetzt in dieser Position mit den Knien kommt. Einatmen, Länge gewinnen. Ausatmen, machen einen runden Rücken, den Steißbein zum Boden ziehen. Wir versuchen Wirbel für Wirbel runterzukommen, das heisst die unteren Wirbel zuerst. Einatmen, ausatmen, schauen wir, ihr könnt kontrolliert Wirbel die Bewegungen machen. Einatmen, ausatmen, langsam. Einatmen, bleiben, ausatmen, hinten runter. Wenn ihr dann den Kopf auf dem Boden habt, lasst euch von der Schwerkraft fallen, zieht die Knie
zur Brust, mache das Päckchen. Versuche die Arme ein bisschen heben innerhalb des Päckchen, die Hände ein bisschen heben, die Handgelenke heben. Und versuche in dieser Position die Schultern zu entspannen, zum Boden, wieder ausatmen. Nützt eure Ausatmung, um tiefer und tiefer entspannen. Tiefer und tiefer können Knie auf eure Brust fallen lassen. Schmelzt in euren Mund. Ihr könnt den Kiefer entspannen. Man atmet immer noch durch die Nase ein und die Nase raus. Ihr könnt den Kiefer entspannen. Steißbein ist ganz leicht gelüpft, also wir haben nicht die ganze Gefäße auf dem Boden. Jetzt die ganze Wirbelsäule auf dem Boden wird die Wirbelsäule und auch dort, was um das erste Chakra ist, es geht noch bis über den Anus raus. Innerhalb von uns haben wir dort den Punkt, was wir jetzt werden machen, wir werden ausatmen, wir schaffen eine Verbindung vom Ende der Wirbelsäule, vom Steißbein zum Boden, indem wir langsam ausatmen, die Knie ein bisschen von euch wegziehen. Mit dieser Bewegung kommt ihr langsam mit dem Gesäß ein bisschen zum Boden. Schaut, dass sich der Rücken nicht lupft, immer nicht das ganze Gesäß, sondern ihr rollt jetzt ein bisschen über das Steißbein herum. Ihr könnt beide Beine absetzen. Sie haben beide Beine abgesetzt, langsam. Und jetzt dann wieder Ausatmung, macht ein bisschen einen runden Rücken und rollt über diesen Bereich ein. Der Rücken wird sich automatisch ein bisschen aufsetzen. Einatmen, macht einen runden Rücken, zieht den ganzen Rücken auf zum Bodensteißbein nach oben einatmen. Es ist wie eine Cat-Cow, wie eine Rückenmobilisierungsübung, aber einfach auf dem Boden. Und versucht es langsam zu machen. Nehmt die Hände, bereits in Shavasana, die Handfläche nach oben gerichtet, schön entspannt am Körper entlang. Und wenn ihr dann den ganzen Rücken auf dem Boden habt, das heisst, ihr macht kein Kau, also kein hohler Rücken, sondern eher einen runden Rücken, zieht den Rücken zum Boden, spürt bei jeder Ausatmung auch die Schulterblätter, wie sie auf den Boden kommen. Sie ziehen die Schulterblätter zum Boden. Aber nicht in einer gewissen Anspannung, sondern in einer Leichtigkeit von einer Verschmelzung. Nehmen die Füße vorne zusammen. Für die, die wollen, können wir das Bein gestreckt halten. Für die anderen, wir kommen in eine Schmetterlingsposition. Durch diese Position lüpft sich jetzt automatisch wieder der Rücken nach vorne. Das ist kein Problem, lernt das zu. Ihr könnt da Verlängerung schaffen, nehmt die Füße ein bisschen weg vom Körper oder zum Körper her. Je nach dem, kommt aber nicht zu weit. Also gebt euch, geht nicht zu weit rein. Es ist eine entspannte Übung. Wir kommen jetzt einfach in die Offenbarung, in die Entspannung. Die Handfläche nach oben gerichtet. Und wir dann die nächsten drei Atemzüge. Wenn ihr einatmet, macht das Maul auf. Ganz leicht einfach durch das Maul ausatmen. Gebt die Erlaubnis vom Kiefer zum Entspannen. Und dann gehen wir weiterhin. Tut die Nase ein, tut die Nase ausatmen. Aber lasst los vom Ujjayi Breath. Dann einfach normal. Normal für euch ein- und ausatmen. Lernt los von jeglicher Praxis, jeglicher Übung, dann beide Beine strecken. Dann beide Beine nach vorne strecken. Ihr könnt das Licht ablöschen, wenn ihr wollt. Oder macht einfach die Augen zu. Oder nehmt ein Küsschen oder irgendetwas über die Augen, um es ein bisschen dunkler zu machen. Lernt euch von der Erde annehmen. Oh,
Stellt euch vor, macht die Augen zu. Ihr bleibt liegen, kommt wieder aufrecht. Und ihr bleibt liegen in der Shavasana. Nehmt die Hände nach oben gerichtet. Und relativ angenehm, nicht zu weit raus und nicht zu nah am Körper, sondern so, dass es einfach wie so eine Totenstellung ist. Als wärt ihr im Wasser und ihr lasst euch vom Wasser tragen. Auf der Wasseroberfläche. Und stellt euch jetzt vor, wenn ihr so innerhalb von der Verschmelzung sind, wie ihr vom unteren Teil vom Körper, vom Rücken, Handoberfläche, Schultern, Gesäß, Hinterschenkel, Fußballen, hintere Kopf, in den Wurzeln schlägt. Stellt euch vor, die Energie, das kleine Kribbeln, das ihr habt, und Wurzeln, die im Boden und von den Nährstoffen, die innerhalb der Erde sind, wie die aufgenommen werden von euch, wie ihr einen Austausch innerhalb des Universums sind, mit den Wurzeln, die ihr schlägt, den Nährstoff, der vorhanden ist, könnt aufnehmen. Und ihr bei jedem Atemzug die Essenzen im Körper aufnehmt. Die Energie, die Nährstoffe haben die Farbe rot. Ihr könnt euch vorstellen, wie Blutbahnen durch euren ganzen Körper. Wie ihr aus diesen Blutbahnen aus jeder Einatmung in jegliche Punkte innerhalb des Körpers. Dass sich eine gewisse Verbindung herrscht. Und durch die Verbindung, durch diesen Punkt, den man verbindet, immer mehr und mehr Verbindungspunkte entstehen. Und dass das ganze Gewebe entsteht und aus dem Gewebe raus bei jeder Einatmung, wie sich die Lücken innerhalb von diesen Gefäden mit der roten Farbe hautend füllen. Und wenn ihr schlussendlich die Farbe rot trägt, den ganzen Körper, jeden Punkt, die Fingerspitze zu den Füßen, zum Kopf, eine Verbindung steht und ihr bei jeder Ausatmung wir können Erlaubnis geben, um entspannen durch die Entspannung lasst ihr los von dem Werb, lasst ihr los von dieser Farbe und die Farbe geht raus in die Welt, raus zurück in die Erde, holt wieder neu. Das sind ein Punkt bei immer ein und aus. Wir brauchen eine Verbindung, um überhaupt mit diesen Sachen zu arbeiten, die uns das Leben offenbart. Wir können diese Erfahrungen machen. Und wenn wir keine Angst haben, wenn wir es einfach zulassen können, die Verbindung haben zum Körper
gibt es eine gewisse Transformation? Geleitet vom Herzen. Das, was euch schon immer gehört hat, das, was euch schon immer Vertrauen gegeben hat, das, was auch jetzt dankbar ist, dass ihr genauso wie wir liegt, euch selber könnt akzeptieren, so wie wir sind. Dankbar ist, dass ihr annehmt, dass wir perfekt sind, so wie wir sind. Dass euer Herz euer Zuhause ist. Wir gehen über die Seite in Embryostellung. Gehen langsam einfach auf die, über die Seite. Liegen noch ein paar Atemzüge. Auf dieser Seite. Dann lade ich euch langsam, wenn ihr euch bereit fühlt, wenn ihr gerne liegen bleiben. Kommt langsam in aufrechte Position, in Schneidersitz. Trefft mich. Am Anfang haltet die Augen noch zu. Wenn ihr wollt, ich lade euch ein, um die Augen noch zu halten. Wir vertrauen, dass genauso wie wir sind, genauso wie wir sind, egal was. Das Einzige ist, was niemand machen. Das Einzige ist, was eurem Körper dankbar ist. Nehmt den Atemzug tief ein und lehnt durchs Maul aus. Nehmt die Hand in ein Gefäß zum untersten Chakra. Mach die Augen zu. Und gebt dem Gefühl nach, was für euch im Moment gerade ist, was vielleicht umgegangen ist. Ihr könnt für euch das Mantra sagen. Zug auf. Ich selber bin jetzt zuhause. Aber ich fühle mich sicher. Ich bin stabil. Diese Glaubenssätze unterstützen euch mit Verbindung zu eurem Körper, zum Nadisna, wie wir können euch durch die Herausforderungen im Leben leiten. Wenn ich einatme, nehme die Hand direkt in Anjani Mudra, in Prayer. Ich habe die Verbindung zum Herzen und ausatme ins Namaste. Ich bedanke mich bei euch.